Kündigt Kasim Akbuga hier bereits seinen Tod an? Die Internet-Community trauert um den Ist-mir-egal-Sänger. Sein Management bestätigt gestern die furchtbare Wahrheit. Kasim lässt sich letzte Woche am Bahnhof Falkensee von einem Zug überfahren. Fans des YouTube-Stars erinnern sich da sofort an einen Clip aus dem Dezember. Dort covert der 34-Jährige den Tim Bensko-Hit Keine Maschine mit einem äußerst erschreckenden Text. Ich bin eine Maschine von Fleisch und Brot. Ich will leben, bis der Zug kommt. Plant Kasim seinen Suizid etwa schon seit 2 Monaten? Der Ex-DSDS-Teilnehmer leidet zuletzt unter schweren Depressionen. Was genau in den letzten Sekunden seines Lebens in Kasims Kopf vorgeht, erfahren seine Familie und Fans wohl nie. Kennt ihr diesen Song? Ist mir egal. Viele haben ihn nicht verstanden, ich erkläre ihn euch mal. Es geht nicht darum, dass alles egal ist. Es geht darum, dass Geld nicht alles ist. Dass die Welt am Arsch ist. Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Menschlichkeit ist wärmer als ein Anzug von Hugo Boss. Politiker predigen wirtschaftlichen Wachstum und wir sollen funktionieren, nicht mit mir. Ist ein Mensch weniger wert, weil er Hartz IV kassiert? Versteht mich nicht falsch, ich höre gerne Rap. Aber was sagen die meisten Rapper dazu? Sie predigen den gleichen Schmuh. Leistungsgesellschaft, wer am meisten Bums und Geld macht. Roboter mit Senfalt. Was werden da für minder bemittelte Werte vermittelt? Ich brauche keine teuren Autos und billigen Schlampen. Es langt, wenn ich am Ende des Tages satt bin. Meine Einstellung hat auch nichts mit Religion zu tun. Es geht mir um Menschlichkeit und Moral. Der Rest ist mir egal.